heute, Vicky ist eine ganz einfache Kundin. Sie hat mir heute gesagt, sie möchte ein bisschen lila, ein bisschen blau. Ich habe freie Hand. So, wir machen heute auf einer Seite schön blond, auf die andere Seite blau, lila. Also, ich bin gespannt auf das Ergebnis. Aber ich kann mal gucken, was sie wirklich jetzt hat für eine Farbe. Das ist. Ja, war in Afrika, was alles rausgewaschen und jetzt können wir eine totale Veränderung machen. Das Problem ist, wenn sie schneiden und die sind knapp. So, jetzt machen wir einen passenden Schnitt zur Farbe. Ja, danke. Schalter trägt, ist das noch ein bisschen bedeckt ist mit dem Blond. Und das kann man aber schön abwechseln, auf die andere Seite trägt. Ich habe hier Violett. Die Vicky trägt auch gerne so Mittelschalter, dann hat sie dann noch mehr. Das ist echt cool, dass wir dann das ein bisschen abwechseln haben können. Weil wenn sie dann noch in der Schule arbeiten gehen müssen, dann können sie das alles verstecken. Oder wenn sie mal abends was in Feiern geht, dann können wir das ein bisschen wilder tragen. Was ich an meinem Beruf sehr schön finde, sind die täglichen Herausforderungen, die die Kunden an mir jeden Tag stellen. Wie Vicky heute. Sie kommt rein und sagt, ich möchte eine neue Farbe haben, du hast aber freie Hand, mach mal was Schönes. Und das ist erstmal ein tolles Gefühl, dass die Kundin Vertrauen in mir hat. Aber das kann schon ein bisschen scary sein, weil wenn sie nicht glücklich ist am Ende, dann bin ich dafür verantwortlich. Und da möchte man natürlich, dass sie rausgeht und glücklich ist. Und wenn man das schafft, dann das ist wirklich ein super Gefühl. Und jedes Mal gewinnt man an Selbstvertrauen.